Mafia schenkte Max Verstappen quasi den Sieg. Das halbe Fahrerfeld ging mal hops. Und natürlich darf man auch Sauber nicht vergessen, die das erste Mal in diesem Jahr punkten konnten. Und das durch Guan Yu Zhou. Wir blicken auf alles, was im Rennen wichtig war. Wir fangen mal direkt beim Start an und was soll ich sagen? Tolle Performance von Max Verstappen, der so ein bisschen George Russell heimzahlte. Denn man muss halt sagen, er ist halt verdächtig lange auf der Bremse in Turn 1 gewesen. Und er hat dann auch gesagt so, ich habe keinen Respekt mehr für diesen Piloten, weil er sich so angestrengt hat oder sagen wir mal bei den Stewards so hardcore aufgeregt hat. Ja, gut, er hat es ihn auf der Strecke heimgezahlt. Ob das jetzt respektvoll war, ist eine ganz andere Sache. Aber dadurch verlor auch George Russell den zweiten Platz und musste sich dann ja hinter Norris anstellen. Da wurde es natürlich auch noch brenzlig. Weiter hinten crasht es direkt in Turn 1. Wir haben hier direkt den Ausfall von Colapinto und von Esteban Ocon, die eigentlich beide unglücklich hier zusammenkamen. Denn durch den Verbremser von Nico Hülkenberg räumte der mal beide ab und konnte aber weiterfahren, beide draußen. Und ja, jetzt auch leider traurigerweise das letzte Rennen gewesen von Esteban Ocon. Wie nämlich rauskam, hat sich der quasi freistellen lassen, dass er dann nach dem Rennen in Katar direkt in den Haas testen darf. Finde ich toll, ist cool von ihm, aber ist halt ein unwürdiger Abschied, wenn man nimmt. Tierte daraus auch einen Reifenschaden bei Nico Hülkenberg, der ja auch quasi ein Opfer wurde. Es war halt eine Rennkollision, es gab auch keine Strafe oder irgendwas anderes. Und hier haben wir dann etwas weiter danach auch direkt den nächsten Crash quasi zwischen Alex Albon und Lance Stroll. Die Stewards ja, sagten, Stroll ist schuld. Man muss aber auch hier sagen, es ist eine interessante Sache gewesen, weil Albon eigentlich außen war, beim Scheitel hinten war, aber natürlich trotzdem Stroll so ein bisschen den Rampok ausgepackt hat. Es ist ihre Sache. Man kann nicht immer nachvollziehen, wie die entscheiden. Wir waren dann, ja, auf jeden Fall etwas später geht es in die Safety-Car-Phase rein. Und ja, wir erfuhren dann auch noch, dass Lewis nur 5 Sekunden Strafe für einen, keine Ahnung, Jumpstart bekommen hat, die eigentlich keiner war, weil er sich ja dadurch keinen Vorteil verschaffen hat. Aber gut, das ist auch mal dahingesagt, war natürlich klar. Dann ging es etwas interessanter weiter. Wir haben in Runde 23 eigentlich bis dahin, bis auf die erste Safety-Car-Phase, kein interessantes Rennen. Norris hat den Restart nicht ordentlich hinbekommen, musste hinter Verstappen sich anstellen und Oscar Piastri jagte inzwischen schon George Russell, der ja quasi von der Pole gestartet ist und dann nur noch hier um den vierten Platz und um den dritten Platz, nein, das ist ja schon der Kampf um Platz 3 gewesen und ging dann auch als Erster in Runde 24 an die Box, quasi um den Ganzen zu entgehen. Oscar blieb ein bisschen länger draußen. Und hat das Ganze auch gut gemacht. Hier mal ein kurzer Wow-Moment von Lewis Hamilton, der auch in diesen Rennen kaum irgendwas zeigen konnte. Runde 29, die Reifen waren quasi durch und dann sorgte dieser Spiegel hier, ihr seht ihn vielleicht ein bisschen verpackt, für viel Ärger. Denn ich fragte mich tatsächlich auch, warum man nicht einfach irgendwas macht. Gelb, grün, gelb, grün, gelb, grün. Und dann ließ man es einfach gut sein, bis ein Depp, in dem Fall dann Valtteri Bottas, drüber gefahren ist und das in eine Million gefühlt eine Million Probleme gebracht hat. Ja, man sagte doch, vorerst wäre nicht gegangen, denn natürlich waren die alle weit auseinandergezogen und VSC hätte die Lücke nicht gebracht, dass da einer auf die Strecke rennen kann und das Teil wegräumen kann. Ein Safety Car wäre natürlich auch gut gewesen, denn sag das mal, was dann als nächstes folgt. Denn wir hatten hier einen Reifenschaden bei Carlos Sainz und auch einen Reifenschaden bei Lewis Hamilton. Und ob das dann die bessere Entscheidung war, ob das dann ja das bessere Resultat war, dass man diesen quasi das Rennen zerstörte, nur wegen einer Blödheit, das verstehe ich dann eher auch nicht. Wir sehen uns das Ganze hier noch einmal an. Zack, da fliegt der Spiegel ab vom Auto. Und etwas später dann, während Valtteri Bottas da den Ferrari passieren lässt, fährt er da voll drüber. Bei 300 kannst du jetzt auch nicht zu schnell reagieren. Ganz klar ist das nicht die Schuld von Bottas, sondern die Schuld der Rennstewards. Reifenschaden bei Lewis, Reifenschaden bei Sainz. Und ganz klar, zwei Piloten das Rennen komplett zerstört. Das geht an eure Kappe. Und das finde ich auch nicht gerade unbedingt löblich, dass man so blöd damit umgeht, Leute. Also wirklich. Wir sehen auch hier die Unfälle und natürlich gab es danach dann Safety Car, weil auch noch ein paar Nachfolgeschäden kamen. Man holte auch Max Verstappen dann natürlich rein und da wurde es beim Restart
ganz eng. Wir reden hier von Runde Nummer 40. Verstappen verkackt den Restart, kommt nicht ordentlich aus der letzten Kurve raus. Lando setzt sich daneben, doch lässt so ein bisschen die Türen offen. Verstappen hält natürlich voll drauf und konnte sich da vorne halten. Das war auch das erste Mal, dass es so richtig eng an der Spitze wurde. Etwas später dann musste auch Sergio Perez in Runde 41 das Auto abstellen. Da war es eine verkohlte Kupplung. Nichts mehr ging, ein Spin, und das könnte tatsächlich auch noch rückwirkend mehr Strafe für ihn geben, denn das steht noch in Untersuchung. Eventuell droht da noch Ärger in Abu Dhabi. Und ja, Nico Hülkenberg vergräbt sich im Kiesbett, nur ein paar Kurven weiter nach Perez Spin. Nächster Safety Car. Bernd Mailänder hatte wirklich viel zu tun. Den nächsten Restart sollte Verstappen dann etwas besser erwischen. Lando Norris geriet in Bedrängnis von Charles Leclerc. Der wiederum konnte es nicht ganz durchziehen und musste ihn da wieder ziehen lassen. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema. 10 Sekunden Stop and Go. Verstappen, der ja, keine Ahnung, den gesamten ersten Stint im Bedrängnis von Lando Norris war, musste sich natürlich über Funk informieren. Ich glaube, der hat nicht abgebremst unter Doppelgelb. Gut. Kam nichts, kam keine Untersuchung, kein Noted. Ein paar Runden später, kann ich jetzt das nächste Mal dann auch unter gelber Flagge Vollgas fahren? Und dann notierte man das Ganze und dann gab es natürlich auch eine 10 Sekunden Stop-and-Go-Penalty. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal diese Strafe in der Formel 1 bekommen haben, aber sie existiert anscheinend noch einmal. Und Stop-and-Go ist natürlich eine ganz verfluchte Strafe, denn diese beschissene Strafe, sorry für den Ausdruck, muss man absitzen während eines Boxenstops oder sie wird hinten dran gerechnet, aber kann man eben nicht, weil Stop and Go dahinter steht. Man muss also stoppen, stehen bleiben und weiterfahren. Es ist quasi schlimmer wie eine Durchfahrtsstrafe. Und ja, was soll ich sagen? Dadurch war natürlich das Rennen von Lando Norris komplett im Arsch. Und auch, dass man sich zwischen dem Vorfall und der Strafenaussprache 20, 25 Runden Zeit gelassen hat. Das ist natürlich auch löblich. Ich meine, 25 Runden. Wenn der das in Runde, keine Ahnung, 30 bekommt, ist das eine ganz andere Sache, wie wenn der das in Runde, ja, was war das, 44 bekommt. Ich meine, 44. Ihr habt fucking 20 Runden gebraucht, um eine Entscheidung zu fällen. Also das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber gut, man muss die Stewards nicht verstehen. Natürlich war dann Verstappens Sieg eigentlich nur noch auf dem Papier verlierwürdig, weil der hat halt easy going das Ganze dann ohne Konkurrenz gewonnen quasi. Hier sehen wir das noch einmal. Hier ist die gelbe Flagge. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, denn die blinkt jetzt erst auf Doppelgelb. Ob er das so schnell realisieren hat können, weiß ich nicht genau. Anscheinend hat Verstappen dann einen Röntgenblick oder permanenten Blick am Spiegel. Mich erinnert auch die Situation so ein bisschen, könnt ihr euch noch erinnern, Sebastian Vettel und Fernando Alonso damals in Monza. Du so, Truck Limits. Ich kann es verstehen, ist klar, muss abgebremst werden, aber man kann eine Strafe geben und man kann eine Strafe geben. Versteht ihr, was ich meine? Also das ist schon eine ganz dumme Situation. In Runde 50 wurde dann mit dem Endfight noch einmal ziemlich spannend. Wir haben hier Pierre Gasly, der auf einem sensationellen 5. Platz war. Natürlich geschuldet, dass Lewis ein bisschen schwächelt hatte, eine Durchfahrtsstrafe kassiert hatte wegen Speeding in the Pit Lane. Ich glaube 14 km, also die war auf jeden Fall verdient. Aber Durchfahrtsstrafe, ja, vielleicht weil es doch so enorm zu viel war. Oder weil halt auch noch ein Break, ich habe keine Ahnung warum, habe die Begründung jetzt auch nicht unbedingt gelesen, juckt mich auch gar nicht. Carlos Sainz war so ein bisschen hinter Gasly festgehangen und Lando Norris musste sich halt dann noch einmal durchs Feld durchkämpfen. Valtteri Bottas vorbei, hier sehen wir das, und Guan Yu Zhou beendet das Rennen wirklich auf dem 8. Platz, ungefährdet, hatte da auch noch Kevin Magnussen hinten gelassen. Das sind 4 Zähler für das Schweizer Team. Hat sie jetzt in der Konstrukteurswertung, werden wir uns dann noch einmal angucken, nicht gerade weitergebracht, aber Punkte sind Punkte. Und er ist auch schon im Gespräch mit dem Cadillac-Team, die ja auch 2026 kommen sollen. Points für sie, und das war es dann auch schon mit dem Rennen. Und ich verstehe halt auch nicht, warum man sich so lange Zeit gelassen hat. Will man da vielleicht als FIA-Sicht noch einmal mehr Action in diesen Konstrukteursfight reinbringen? Weil dadurch hat natürlich Ferrari ein paar Punkte mehr holen können.
als die McLaren und dadurch wird das Ganze halt dann noch einmal aufgeboscht ins letzte Rennen. 44 Punkte sind es noch zu holen. Wir haben 21 Punkte Rückstand der beiden Teams und natürlich 22, um dann vorbeizugehen aus Ferraris Sicht. Mal abwarten. Das könnte sehr spannend werden, denn zwischenzeitlich sah es echt easy dann heraus, als ob Ferrari das McLaren das gewonnen hätte. Da gucken wir uns das Interview noch einmal an. Ja, genau, es bringt halt nichts. Und mir tut ein bisschen leid, weil, ja, ich weiß nicht, ich meine, man ist zwar nicht befreundet auch on track, aber so, es ist ein Freund, ich bin mir da unsicher. Wir blicken mal auf die Endklassement. Ocon, Colapinto, Stroll, Perez, Hülkenberg und Albon mussten das Rennen beenden oder konnten das Rennen nicht beenden. Auf P14, okay, wir nehmen Albon auch mit, weil er auch hier noch gewertet wird. Eine 4 würde ich fast sagen. Es war kein großartiges Rennen, auch zu Beginn natürlich ein bisschen Pech. Liam Lawson, ganz schwache Vorstellung. Also wirklich, der ist über weite Strecken hinter Yuki gewesen, wobei am Ende war man dann ziemlich ähnlich. Ich gebe ihm mal eine 4. Auch Yuki, ich muss Lawson und Yuki eine 3 geben, weil ich echt glaube, dass dieses Auto unfassbar mühsam war. Man hatte kaum Pace, aus Yukis Sicht war sehr verzweifelnd, der war ziemlich lang auf vorne mit dabei und dann zack, 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 da war innerhalb von 10 Runden, hatte da 5-6 Plätze verloren, das ist echt bitter. Hamilton, ich muss ehrlich sein, eine 5, es war ein Rennen von Fehlern geprägt und das ist nicht gut. Valtteri, eine 2, gutes Rennen tatsächlich. Lando Norris, eigentlich ein tolles Rennen gefahren, fehlerlos, bis auf den einen, eine 2. Kevin Magnussen, eine 1, auch im vorletzten Rennen, zeigt er noch einmal auf. Guan Yu Zhou, eine 1 plus mit Sternchen, verdienter Drive of the Day, man kann da nichts sagen. Der Mann hat alles richtig gemacht. Fernando Alonso ebenfalls, eine 1 plus. Wenn es Zhou nicht gewesen wäre, dann Alonso, weil dass der mit dem ersten auf den 7. Platz nach oben fährt, ist wirklich eine bombastische Leistung. Carlos Sainz, natürlich durch den Reifenschaden viel durchgemacht, aber auch, dass er Gasly nicht überholen konnte. Vielleicht gab es da doch ein bisschen mehr Schaden als gedacht. Ja, eine 2. Gasly, auch eine 1. Tolle Leistung. George Russell, schwach auch mit der Strafe dann am Ende. Für mich eine 3. Oscar Piastri, eher im Schatten das ganze Rennen von Lando Norris. Hat sich schwer getan mit Russell. Nur durch den vermasselten Boxenstopp von Russell ist er dann eben schnell nach vorne gekommen. Auch eher nur eine 3. Leclerc war natürlich der Nutznießer, muss man sagen. Aber auch generell hatte der ein ordentliches Rennen, eine 1. Und Verstappen, ja, auch eine 1, auch wenn ich das Petzen jetzt nicht unbedingt feiere. Hier haben wir dann das Podium. Verstappen, Piastri, hätte auch niemand gedacht, dass der am Podium stehen wird. Und das ist vermutlich die noch spannendste Frage, die uns in Abu Dhabi erwarten wird. Kick Sauber ist auch trotz der 4 Punkte weit abgeschlagen von Williams. Und ja, Racing Bulls sind mit 46 jetzt Letzte in dieser Kampfgruppe um den 6. Platz. Alpine hat jetzt ordentlich wieder Punkte gut gemacht, aber auch Magnussen hält dagegen. Das wird auch nochmal eine spannende Frage im letzten Rennen. Also Haas gegen Alpine. Ich glaube, Racing Bulls könnte jetzt nicht mehr viel mitreden. Aston, natürlich durch die starke Positionierung von Alonso jetzt wieder stark vorne mit dabei. Mercedes abgeschlagen auf 4, also das muss man sagen. Wenn auch Red Bull nur mit einem Piloten gefahren ist, hat auch Mercedes nur das eine Finish. Red Bull weit abgeschlagen, also die sind kein Thema mehr, die können es auch nicht mehr werden, weil man ist da jetzt über 60 Punkte, 59 Punkte hinter McLaren. Die wiederum nur 21 Punkte vor Ferrari. Das wird nochmal eine spannende Sache werden im letzten Rennen. Und hier haben wir das Ganze noch einmal. Esteban Ocon verlässt das ganze Team mit sofortiger Wirkung. Und Jack Doohan, der Sohn von Mick Doohan, dem MotoGP-Champion, wird das Ganze übernehmen. Für heute soll es mal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat die Recap gefallen. Und ich hoffe, ihr seid doch da teilweise meiner Meinung. Ich bin mir ziemlich unsicher. Viele werden es nicht sein. Viele werden das auch vielleicht verstehen, was ich gemeint habe. Schaut auf jeden Fall morgen oder übermorgen wieder hier vorbei oder auch später noch einmal. Der Adventkalender sollte auch online kommen. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.